Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, eine wunderschöne neue Woche. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und soll ich euch mal was sagen? Wir haben heute Geburtstag. Dieser Kanal hat heute Geburtstag. Ich sehe gerade in meinem YouTube-Dashboard, Glückwunsch, dein Kanal hat Geburtstag. Jetzt ist nur die Frage, wie alt sind wir denn? Also ich habe diesen Kanal 2009 gestartet, am 7.11. ganz offensichtlich, scheinbar. Das heißt, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 10, 2019 hatten wir 10-Jähriges leider verpasst. 2020, 2021, 2022, 13 Jahre besteht dieser Kanal. Ja, 13 Jahre, krass. Seit wann seid ihr dabei? Wisst ihr das noch? Was war euer erstes Video von mir? Und ja, ich würde sagen, wir haben einiges zusammen erlebt. Höhen und Tiefen. Wahrscheinlich mehr Tiefen. Hoffen wir auf die Höhen im neuen Jahr, dass die endlich kommen. Aber krass. Ich habe Geburtstag. Also der Kanal hat Geburtstag. Wir alle haben Geburtstag. So, hier auch nochmal für euch. Glückwunsch, mein Kanal hat Geburtstag mit einer Geburtstagstorte. Yay! Ich habe mir vorhin gedacht, dass ich schon länger kein Zeichen mehr von Lotte bekommen habe. Und ich habe ja damals die Zeichen, die sie mir geschickt hat, bei Instagram immer mit euch geteilt. Auf jeden Fall, in dem Moment, in dem ich das denke, fängt es an, ganz leicht zu regnen. Und die Sonne hat weiterhin gescheint. Und ich dachte so, jetzt müsste ein Regenbogen kommen. Und ich habe überall Ausschau gehalten, habe aber nirgends einen gesehen. Und der Regen lässt nach und ich war schon ganz traurig. Und dann schaue ich zur Seite und sehe einen Regenbogen. Ich glaube, ich bin so abrupt mit offenem Mund stehen geblieben. War wieder so, weil ich genau in dem Moment darüber nachgedacht habe, dass mir Lotte schon länger keine Zeichen mehr geschickt hat. Und in diesem Moment hat es zu regnen angefangen. Ihr könnt davon halten, was ihr wollt, aber für mich kann das einfach kein Zufall sein. Ich stehe übrigens schon wieder am Ende der Welt. Heute früh war eine Parklücke und ich habe versucht einzuparken und ich bin nicht reingekommen. Und dann bin ich weitergefahren. Und jetzt stehe ich weiter hinten und muss weiterlaufen. Ja, aber das mit dem Regenbogen macht mich gerade echt glücklich. Glückwunsch.
vom Bruni. Hier schleicht. Prima! Bruno, einmal erkunden. Er ist einfach der Süßeste. Bruno, schau mal, möchtest du deinen Adrin? Nein, eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Ja, gell, ist nämlich eigentlich ganz lecker. Super, prima. Kurze Pause, bevor es gleich zur Physio geht mit den Babys. Wir waren ja jetzt 5 oder 6 Wochen nicht mehr, also seit es mit meinem Auto war. Und es ist wirklich dringend notwendig, vor allen Dingen bei Emily. Also da merkt man das wirklich sehr. Also diese 6 Wochen oder 5 Wochen ohne Physio, die waren wirklich fatal. Vor allen Dingen davor waren ja Sommerferien, da ist es ja, glaube ich, für 3 Wochen ausgefallen. Dann hatten wir, glaube ich, 1, 2 Wochen und dann ist es mit meinem Auto passiert. Und jetzt wieder so eine lange Zeit, also es ist echt dringend notwendig. Und ich mache mir jetzt noch schnell was zu essen, weil wir haben heute einen sehr späten Termin und bis ich wieder da bin, ist es halt nachgefühlt. Auf jeden Fall habe ich gestern in weiser Voraussicht für 2 gekocht, und zwar Spaghetti mit Tomatensauce und Champignons. Und diese Spaghetti sind total lecker. Von Del Verde. Linguine 83. Ich weiß nicht, ob das eine neue Marke ist, habe ich bisher noch nicht gesehen bei uns. War ja letzte Woche bei uns im Angebot, deswegen dachte ich, okay, probiere ich die mal aus, und die sind echt gut. Und das wärme ich mir jetzt auf, und als Vorspeise gibt es 2 Birnen. Das war ein toller Sprung, Erik. Hervorragend. So, der erste Tag der Woche ist geschafft. Und ja, jetzt ist der Alltag wieder da. Bis morgen. Tschüss.